Hallo zusammen und willkommen zurück beim LS17 hier auf der Bjornholm. Und leider sind wir noch mitten im Winter. Allerdings lassen unsere Schulden nichts anderes zu. Wir müssen tatsächlich die Silage schon machen. Ich weiß nicht, inwieweit meine Minus überhaupt gehen kann, bevor uns hier ein Kredit aufnimmt. Würde ich sagen, wir verkaufen die ganze Silage mit unserer schönen 4-Tonnen-Schaufel. Oh, hat der da unter dem Dings gegriffen? Unter den Zaun. Okay. So, dann fahren wir mal zu unserem Silo. Verkaufen den ganzen Kram. Vorher sollten wir das natürlich aufmachen. Ist klar. So, und das hier hinten geht erst auf, wenn wir da reinfahren, glaube ich, ne? Wie viel ist denn hier überhaupt drin? 34.000. Das ist doch schön. Der Preis ist auch gerade bei 466 oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fahren hier gleich komplett links. Wollen nicht, dass hier so wieder so ein paar Popel liegen bleiben, aber das wird eh wieder passieren. Und mit dem Gewicht hinten dran. 2,4 oder 2,5 Tonnen ist das Ganze auch hier alles locker machbar. Der schaukelt zwar immer noch verdächtig, aber nicht mehr so schlimm wie bei der anderen Schaufel. So, und rein damit. Her mit der Kohle. So, ist zwar jetzt auch eine stupide Aufgabe wieder, aber wir sehen das Ergebnis sofort auf unserem Konto. Und deswegen mache ich solche Silage eigentlich immer recht gerne. So. Und dann dürften wir jetzt schon wieder im Plus sein gleich. Aber das Geld behalten wir erstmal auf dem Konto. Wegen der Wartung unserer Fahrzeuge. So. Eigentlich hätten wir auch unsere Helferin entlassen können. Im Herbst schon. Im Winter hat die eh nichts zu tun. Wir könnten aber mal gucken, was der Weizen für einen Preis hat gleich. Und eventuell, wir haben ja 17.000 Liter, kann die da nochmal was abfahren. Jetzt gehen wir mal schräg hier rein. Na egal, jetzt fahren wir hier durch. Kriegen die Schaufel trotzdem voll. So, dann gucken wir jetzt erstmal nach dem Preis. Was letzte Preis? 715. Da haben wir natürlich keinen Pfad hin, keinen Weg. Außerdem war der, glaube ich, sogar schon mal bei knapp 800. Weswegen es mir in der Seele wehtun würde, wenn wir das jetzt verkaufen.
So. Jetzt das Zeug hier ganz rechts weg. So. Und die nächste Schaufel da rein. Mich würde mal interessieren, es gibt doch bestimmt noch größere Schaufeln, oder? Und einige hatte ich auch gesehen, oder davon gehört zumindest. Ich habe noch nicht mal im Internet nachgeguckt, ob die bauen das Ding mit Förderbändern voll, ne? Okay, dann hat man die Fahrerei nicht, ne? Aber die haben auch bestimmt ganz andere Mengen an Silage als wir hier. Das ist ja jetzt schon mal viel, was ich hier habe. Das waren ja 1,5 Ladungen, Wagenladungen voll. Also Gras machen lohnt sich definitiv. Ist halt nur halt langweilig zum Zugucken, ne? Dies hier bestimmt auch gerade, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt den Winter komplett verstreichen lasse und euch nichts präsentiere hier, machen wir nochmal Silage. Dann werde ich euch bei Gelegenheit auch nicht damit belästigen. Vielleicht gibt es dann mal wieder eine Grasmäh-Folge, aber nur dann, wenn wir unseren Raupenschlepper mal haben. Oder ein anderes geeignetes Fahrzeug. So, jetzt haben wir die letzte Bahn hier. Na, besoffen oder was? %68. Drehen wir gleich hier wieder um. Silage Rally. Und dann muss ich mir, wie gesagt, den Mod runterladen für... Na komm. Jetzt haben wir 100. Um hier die Bunkerpopel da rauszuholen. Aber ich wollte es jetzt nicht machen, wo das eine Silo noch voll ist. Nachher haut das nicht hin und dann ist die gute Silage weg mit dem Mod. Obwohl das nur Silage unter 2000 pro Bunker entfernen soll. Laut der Infobeschreibung von dem Mod. Da ist der Preis gesunken. War doch auch voll, oder nicht? Ja, ich hätte ja auch nicht verkauft, wenn wir das Geld nicht bräuchten. Ne? So mit Schulden ist immer blöd. So, die Popel nimmt er da jetzt weg. Das ist schon mal viel wert. Und da auch. Und schon wieder voll. Schön, schön. Na komm. Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, wenn auch der die Inspektion der Fahrzeuge nicht so teuer ist, gönnen wir uns dann doch mal einen Kercher.
So als Frühjahrsputz quasi. Einige putzen die Wohnung, wir putzen dann unsere Traktoren. So. Müssen wir direkt an die Wand. So, sehr schön. Sind wir fast fertig, Mensch. Komm, nimm auf. Ja, böse geschaukelt jetzt. Über 10.000. Wir sind reich. Ja, die Einnahmen sinken. Haben wohl zu viel Silage gemacht. Hat sich was verloren, Mist. Da haben wir tatsächlich was verloren. Na, passt das alles hier noch rein? Ja, manchmal täuscht das auch. Silo ist leer. Yeah. Hier haben wir ganze Arbeit geleistet. Nur in den anderen Silos. Da kriegen wir die Popel einfach nicht raus. So. Ja, nice. Ich würde sagen, wir sind hier an dieser Stelle fertig, wa? Und jetzt laden wir die Schaufel hier ab. Die brauchen wir ja nicht auf dem Hof. Und das Gewicht nehmen wir mit. Können wir ja eventuell gebrauchen. Kann man das vorne anbringen? Bei dem hier wahrscheinlich nicht. Und der andere kippt wahrscheinlich über. Aber egal. So, wir fahren auf jeden Fall noch jetzt zum Hof. Fix hier rum und über den Schleichpfad nach Hause. Zwölftausend. Zu Winterende noch 10.000. Grob geschätzt. Frühling 8, ja. Müssen wir mal schauen. Große Sprünge können wir trotzdem nicht haben. Deswegen glaube ich, ist unser Kercher auch erstmal ad acta gelegt. Außerdem gefällt mir dieser Used-Look ganz gut. Das sind halt Arbeitsgeräte, ne? Das heißt, wir stellen dich hier vorne ab.
vorne hat der keine Halterung dafür, ne? Da kann der das Gewicht vorne ab annehmen. Nee, ne? Müssen wir mal ein bisschen probieren jetzt. Na toll. Umkippen solltest du natürlich nicht. Ah, ich bin so ein Held. Nein! Ich sag ja, Held. Komm jetzt aber nur langsam dagegen. Nicht da durchglitschen. Müssen wir tatsächlich mit der Schnauze vorfahren. Du willst mich doch veralbern, oder? Du willst mich echt veralbern. Ich könnte es zurücksetzen, aber dann ist es wahrscheinlich bei unserem Glück unten am Shop und nicht hier wieder auf dem Hof. Kriegen wir dich mit dem Ding wieder umgelegt? Na komm schon. Fahr das jetzt nicht auch noch um. So kann man auf jeden Fall seine Fertigkeiten hier trainieren. Komm. Ernsthaft, Junge. Da glitscht er durch. Ja. Und jetzt bitte stehen bleiben. Komm, 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 komm. So, alles gut. Das war natürlich so gewollt. Heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Heute ist nicht mein Tag. Können wir das Teil packen mit diesem Adapter? Aber der ist, glaube ich, nur für CZ-Geräte, ne? Was hat denn der da für einen Anschluss? Gette nicht. So, dann probieren wir es mal mit den International. Der hat ja vorne dieses Teil, ne? Mal gucken, ob der damit überhaupt fahren kann. Der hat ja jetzt auch nicht so die Power vor dem Herrn. Ja, nice. Das geht schon mal. Das heißt, wir haben nächstes Mal für die Saatmaschine ausreichend Gewicht. Probieren wir das nochmal eben aus. Ja, geil. So, jetzt gucken wir nochmal eben. Wollen wir das nicht besenken? Das können wir nicht senken vorne, ne? Können wir das senken? Nein, ne? Gewicht senken war doch da gerade. Ach ja, linker Stick. Jo, das geht. Das geht. Ich werde noch narrisch. Hier lernt man jeden Tag was Neues.
Okay. Dich können wir abstellen und dich können wir ausmachen. Und dann sind wir am Ende für heute. Und dann hoffe ich, dass jetzt die Inspektionskosten nicht so teuer sind und uns auffressen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier im LS17. Macht es gut. Tschüss und ciao, ciao.